würde ich sagen, fangen wir schon langsam an. Herzlich willkommen hier im Modehaus Oberpower. Mein Name ist Verena Meyer von IFA TV und wir sind heute auf der Suche nach drei Kandidatinnen, die uns bei der Miss Landshut-Wahl, die am 13.04. auf der Duld stattfindet, vertreten können. Dazu haben wir auch eine kompetente Jury. Ich darf sie Ihnen mal gleich kurz vorstellen. Hier vorne für IFA TV Katrin Wagner. Herzlich willkommen. Daneben sitzt unser Gastgeber Thomas Boniberger vom Modehaus Oberpower. Vielen Dank, dass Sie heute hier sein dürfen. Und ganz links Robert Lang, Geschäftsführer und Gründer von Headertech. Da durfte ich heute auch schon zum Hairstyling vorbeischauen. Herzlich willkommen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, auf was Sie jetzt heute Wert legen, was auch so für Kategorien sind, denen sich die Mädels stellen müssen. Also als erstes werden wir einfach mal auf den Ausdruck schauen und wie die Mädels so ankommen und dann einfach nochmal, wie sie sich so geben und wie sie den Lauf hier bestreiten. Und ja, wir wollen die Beste auswählen, die dann auch wirklich die Chance hat, Miss Landshut 2016 zu werden. Herr Boniberger, es wird drei Durchläufe geben. Einmal sind die Mädels in ihren Lieblingsklamotten, danach gibt es eventuell noch einen Bikini-Durchlauf. Auf was werden Sie denn so klamottentechnisch achten? Sagen wir, klamottentechnisch wird mir wichtig sein, dass es eben zum Outfit passt, also auch zu der Persönlichkeit und natürlich auch, dass die Frisur auch zu dem Outfit passt und natürlich auch die Ausstrahlung der Kandidatinnen und wie sie eben auch charismatisch rüberkommen. Dankeschön. Herr Lang, von Ihnen auch noch ein kurzes Statement. Ausstrahlung ist schon gefallen, ist wahrscheinlich auch bei der Frisur wichtig. Die Frisur ist natürlich jetzt für mich als Repräsentant der sogenannten Hairstyling-Sparte enorm wichtig. Aber ich glaube, in erster Linie ist es mal super toll, dass sich die Mädels hier auch gestellt haben, dass sie den Mut gefunden haben, hier zu sein. Ich finde das immer klasse. Und natürlich das Gesamtpaket. Also ich glaube, dass die Ausstellung heute sehr, sehr stark überwiegt und der Rest dann auch automatisch sich zu der Person findet. Okay, dann ist soweit zu unserer Jury. Ich würde sagen, wir fangen gleich an mit unserem ersten Mädel. Das ist die Desiree Brill und dann dürfen wir die Musik aufdrehen und mal schauen, wie sie sich hier so schlägt. Bitte schön. Dankeschön, Desiree, du darfst hier gleich nochmal zu mir vorkommen, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. Und zwar erzählst du uns einfach mal, wie alt bist du, wo kommst du her? Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Altenhofen. Das ist ja 12 Kilometer von hier. Genau, ich bin Schülerin, mache zurzeit FOS 11. Klasse, bin zurzeit im Praktikum am Flughafen. Ja, internationale Wirtschaft bin ich. Das ist jetzt das erste Jahr, also Versuchskaninchen sozusagen. Ja, gefällt mir momentan sehr. Okay, wie bist du denn auf die Wahl aufmerksam geworden und warum möchtest du Miss Landshut werden? Ich bin durch eine Freundin von mir, die ist bei ISA-TV Praktikantin, genau darauf aufmerksam geworden. Die hat mir das vorgeschlagen und daran interessiert bin ich, weil ich gerne neue Leute kennenlernen möchte und ich stehe gerne vor der Kamera und in der Mitte. Okay, dann wollen wir sie nochmal laufen sehen? Ja, bitteschön. Bei der Wahl zur Miss Landshut, da gelten auch strenge Regeln und man qualifiziert sich quasi dann für die Wahl, wenn man da gewinnt bei der Miss Landshut-Wahl, dann kann man zur Wahl der Miss Bayern gehen und es geht dann hoch bis zur Miss Germany. Und deswegen bin ich jetzt gleich mal auf unsere zweite Kandidatin gespannt, das ist die Franziska Hofbauer. Dann darfst du auch zu mir herkommen, Franziska. Wie alt bist du und wo kommst du her? Also ich bin die Franzi, bin 19 und komme aus Visbyburg. Und was treibst du gerade so? Es ist ja ganz spannend, glaube ich. Weißt du, du hast auch schon Zukunftspläne geschmiedet. Ja, genau. Also ich mache gerade mein Abitur, jetzt dann im April. Wird danach gern Psychologie studieren und vorher noch freiwillig im Krankenhaus in Landshut arbeiten, im BKH. Genau. Und Miss Landshut möchtest du auch noch werden? Warum? Naja, also ich glaube, ich bin gestandenes Model. Und ich kann deswegen Landshut ganz gut vertreten. Okay, dann sehen wir dich jetzt auch noch mal einmal auf und ab gehen. Bitteschön. So, wir kommen dann schon langsam schon zu unserer mittleren Kandidatin, der Luisa Frank.
Musik bitte. Bleibst gleich bei mir, super. Ich glaube, du hattest ein bisschen weiteren Anreiseweg. Kann es sein, du kommst so aus der Region Deckendorf? Genau, also ich bin Studentin in Deckendorf, studiere angewandte Trainingswissenschaften, bin 22 Jahre alt. Genau. Trainingswissenschaften hat was mit Sport zu tun wahrscheinlich. Du machst dann auch Sport in deiner Freizeit? Ja, sehr viel. Also wir haben im Studium auch sehr viel Sport dabei. Alles, was man sich vorstellen kann eigentlich. Genau. Und auf die Wahl bist du aufmerksam geworden? Durch Headertech. Okay. Genau. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß nochmal bei dem nächsten Walk. Das war die Luisa Frank, genau. Wir kommen zu unserer nächsten Kandidatin, der Marlene Kovacina. Ich hoffe, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche, aber sie wird es mir dann schon nochmal sagen. Bitteschön. War es richtig mit dem Nachnamen? Ja, war richtig. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Steinberg, das ist in der Nähe von Dingolfing. Ich glaube, das weiß nicht, ob das irgendetwas sagt, aber ich denke mal, nehme ich mal an. Genau. Und wie alt bist du und was treibst du so beruflich? Ich bin 26 Jahre alt. Beruflich bin ich Altenpflegerin und ja. Warum möchtest du Miss Landshut werden? Ich will mal neue Erfahrungen in meinem Leben sammeln und ich denke mal, das ist ein guter Anfang. Okay, dann noch einmal vor und zurück bitte. Vielen Dank. Wir kommen nochmal zu einer spontanen Kandidatin, die sich heute noch dazu entschlossen hat mitzumachen, die Veronika Fritsch. Vielen Dank. Veronika, kommst auch zu mir her, stellst dich kurz vor. Also ich bin die Veronika, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Eching, das ist hier auch gleich in der Nähe, Landkreis Landshut. Ich bin Studentin an der Universität in Eichstätt, ich studiere Soziologie im ersten, jetzt dann im zweiten Semester. Ja, meine Hobbys sind Reiten und ansonsten, ja. Hast du nebenbei noch Zeit für die Wahl zur Miss Landshut? Ja, also ich habe zwar jetzt noch Prüfungen, aber das ist eigentlich kein Problem, weil die sind dann vorbei, bis die nächste Wahl ansteht. Was würdest du dir davon versprechen, wenn du jetzt weiterkommst? Ach, also ich finde das eine ganz schöne Erfahrung hier. Ich bin sehr offen und ich mag sehr gerne neue Menschen kennenlernen auch und auf die zugehen. Und ich meine, da hat man ja auch dann die Chance, dass man dann vor neuen Menschen steht und mit denen irgendwie kommuniziert. Und ich finde das eigentlich ganz interessant und mal eine schöne Erfahrung in seinem Leben. Dann kriegst auch du noch mal deinen Walk. Viel Spaß. So, das waren jetzt, ich habe gerade noch mal durchgezählt, 5 Kandidaten. Dann kommt noch eine, die Isabel Petz, die wollte sich ein bisschen verspäten. Nicht anwesend. Doch nicht. Gut, dann würde ich mal kurz unsere Jury noch mal befragen. Erster Eindruck, wie sieht's aus? Ja, erster Eindruck ist sehr gut. Haben mir eigentlich alle gut gefallen. Ist auch schön die Gründe, warum sie hier mitmachen wollen, dass sie alle aus der Region kommen. Ja, war gute Runde. Vielleicht wollt ihr noch mal hier kurz vorkommen, alle zusammen, dass wir euch noch mal so im Gruppenpaket sehen. Herr Boniberger, was haben Sie für einen Eindruck? Ich denke, da braucht sich Land und Niederbayern in keinster Weise verstecken. Also ich bin beeindruckt von dem Selbstbewusstsein der Mädels, also es hat mich richtig beeindruckt. Also ganz klares Statement und eine ganz klare Power dahinter und das fand ich, also ehrlich gesagt, am allerschönsten. Vielen Dank, es sind ja auch ein paar jüngere Teilnehmerinnen, gerade 18 dabei. Dann sage ich, starten wir in die zweite Runde, machen wir kurz Musik an und ihr dürft euch umziehen gehen. Dankeschön. Ich wollte Ihnen nur noch mal ganz kurz sagen, warum es sich lohnen würde, bei der Miss Landshut mitzumachen. Es gibt echt tolle Preise zu gewinnen. Zum Beispiel 2 Übernachtungen für 2 Personen in einer Suite des Stadthotels Herzog Ludwig oder einen Gutschein für 10 Personen im Festzelt oder ein Wochenende im Cabriolet mit einem Mercedes-Benz. Also Mädels, strengt euch an, vielleicht wird's was. Und jetzt machen wir einen schnellen Bikini-Durchgang. Das heißt, wir drehen die Musik auf. Ihr lauft bitte 2-mal den Laufsteg auf und ab in der gleichen Reihenfolge, wie ihr vorher auch wart. Und dann dürft ihr euch wieder umziehen gehen. Dabei berät sich dann noch die Jury. Und am Ende schauen wir dann, wer unsere 3 ISA-TV-Kandidatinnen werden. Also, auf geht's. Dann sage ich vielen, vielen Dank an euch. Ich würde mal sagen, die Mädels haben sich einen großen Applaus verdient. Das haben sie wirklich ganz toll gemacht, dass sie sich jetzt auch hier rausgetraut haben. Dann dürft ihr euch wieder umziehen gehen. Unsere Jury berät sich und dann geht's. Das sind die Veronika, die Luisa und die Desiree. Herzlichen Glückwunsch. Eine Urkunde gibt es noch von unserer Jury. Vielleicht nochmal mit einem ganz kurzen Statement. War es schwierig?
Ja, es war auf jeden Fall schwierig, hier die richtige rauszusuchen, weil es alle fünf total hübsche Mädels sind und auch total nett. Aber ja, die Punkte haben dann letztendlich entschieden und ja, ich hoffe, dass eine der drei dann wirklich die Miss Landshut wird. Wir haben aber noch ein kleines Gucci oben drauf. Also alle Mädels kommen weiter und dürfen auch an der Miss Landshut-Wahl teilnehmen. Die drei, die für uns ins Rennen gehen, bekommen allerdings, wenn sie gewinnen, also die Gewinnerin, noch einen extra Gutschein von uns, und zwar einen Tag in der Erdinger Therme in einem Almchalet. Also anstrengen, dann bekommt es noch mehr. Gut, dann dürfen die Urkunden übergeben werden. Ich denke, ihr habt alle einen schönen Tag auf der Duld am 13.04. Da glaube ich, werdet ihr auch nochmal vom Friseur gestylt und klamottentechnisch ausgestattet. Also wird bestimmt ein tolles Erlebnis. Und ich drücke allen die Daumen, natürlich vor allem unseren ISA-TV-Kandidatinnen. Sag auch nochmal herzlichen Dank an unsere Jury und schönen Abend noch. Dankeschön. Danke.